Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein kontroverses Echo hat der Augustbericht der Bundesanstalt für Arbeit ausgelöst, der letzte vor der Wahl in 2 Wochen. Der Opposition gelten die Arbeitslosenzahlen, die weiter über der Marke von 4 Millionen verharren, als Beleg des Scheiterns von Rot-Grün. Dagegen machte das Regierungslager Anzeichen für eine Trendwende aus. Insgesamt waren vergangenen Monat 4.018.200 Menschen erwerbslos gemeldet, 28.700 weniger als im Juni, aber 229.400 mehr als im August 2001. Die Quote sank damit auf 9,6%. Während der eine, Bundeskanzler Schröder, sein Kuratorium Fluthilfe unter Leitung des Altbundespräsidenten von Weizsäcker vorstellte, empörte sich der andere, Herausforderer Stoiber, zusammen mit seinem Kompetenzteam über die neueste Arbeitsmarktstatistik. Rot-Grün habe versagt, sei gescheitert, so das Fazit. Steigende Arbeitslosigkeit hat der Kanzler durch seine verkehrte Politik in der ersten Hälfte und durch sein Nichtstun in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit zu verantworten. Der Kanzler hingegen sieht den Silberstreif am Horizont. Jedenfalls den Augustrückgang der Arbeitslosenquote von 9,7 auf 9,6% wertet er positiv. Das ist natürlich ein Zeichen der Hoffnung, aber es wäre übertrieben, wenn ich sagen würde, dass mich die Situation auf dem Arbeitsmarkt zufriedenstellt. Die Regierung setzt jetzt auf die Hartz-Reform und das erwartete Anziehen der Konjunktur. Die Vorschläge der Union hingegen führen für sie direkt in die Schuldenfalle. Wer in 100 Tagen wie die Union 20 Milliarden Euro neue Schulden machen will, der hat kein Kompetenzteam, sondern ein Insolvenzteam zusammengerufen. Auch der zweite Kandidat meldete sich zu Wort, sprach von dramatischen Zahlen und forderte, der Massenarbeitslosigkeit der vergangenen 8 Jahre mit deutlichen Strukturreformen zu begegnen. Es ist eine Ausrede der Politik, wenn sie behauptet, das sei alles Weltkonjunktur, das sei alles eine Wirtschaftsentwicklung, die in der Logik unserer Zeit liege. Das ist eine hausgemachte Katastrophe. Trotz Schönreden oder Schwarzmalen, in einem waren sich Regierung wie Opposition immerhin einig. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei nach wie vor besorgniserregend. Und neues Ungemach droht, unabhängig vom Wahlausgang. Die Folgen der Hochwasserkatastrophe auf den Beschäftigungsstand werden wohl erst in 1-2 Monaten spürbar. In Afghanistan haben heute 2 Anschläge die Spannungen wieder schlagartig verschärft. Präsident Karzai entging nur knapp einem Attentat. In der früheren Taliban-Hochburg Kandahar schoss ein Mann auf sein Auto. Amerikanische Leibwächter erwiderten das Feuer. Dabei sollen der Attentäter und 2 weitere Personen getötet worden sein. Karzai blieb unverletzt. Wenige Stunden zuvor war im Zentrum der Hauptstadt Kabul eine Autobombe explodiert. Wie viele Menschen ums Leben kamen, ist noch immer unklar. Die Zahlen schwanken zwischen 10 und 26. Es war der heftigste Bombenanschlag in Afghanistan seit dem Sturz der Taliban. Die Explosion ereignete sich um 15 Uhr Ortszeit im Zentrum Kabuls in der Nähe des Kultur- und Informationsministeriums. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich besonders viele Menschen auf den Straßen. Die Täter zündeten zunächst eine kleine Fahrradbombe, um offenbar weitere Menschen anzulocken. Wenig später explodierte dann eine große Autobombe. Sie war in einem Taxi versteckt. Viele Menschen wurden verletzt, berichtet dieser Augenzeuge, vor allem im Gesicht und an den Beinen. Ich sah viel Blut, es war fürchterlich. Viele unschuldige Menschen sind ums Leben gekommen. Unter den Toten und Verletzten sind auch viele Kinder. Am Tatort in Kabul wurde dann auch bekannt, dass auf Präsident Karzai ein Mordanschlag verübt wurde, als er sich am Nachmittag in Kandahar aufhielt. Er blieb unverletzt. Die Polizei vermutet, dass beide Taten in einem Zusammenhang stehen und versprengte Reste der Taliban und Al-Qaida die Anschläge in Kabul und Kandahar verübt haben könnten. Ihr Ziel sei es, die Lage zu destabilisieren und eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Die Anschläge von Kabul und Kandahar zeigen, dass Afghanistan von einem dauerhaften und stabilen Frieden noch weit entfernt ist. In den Provinzen kämpfen nach wie vor lokale Stammesfürsten um Macht und Einfluss. Und selbst die Hauptstadt Kabul bleibt trotz internationaler Friedenstruppe von Mord und Terror nicht verschont. Afghanistan ist nach wie vor ein gefährliches Pflaster.
Das Terrornetzwerk Al-Qaida verfügt nach Einschätzung von UN-Experten auch weiterhin über beträchtliche Finanzmittel. Das geht aus einem Bericht hervor, der heute offiziell am Sitz der Vereinten Nationen in New York vorgestellt wurde. Zwar seien inzwischen Guthaben der Organisation im Umfang von 112 Millionen Dollar eingefroren worden. Dennoch verwalteten Unterstützer weiter weltweit Konten für das Netzwerk. Damit bleibe Al-Qaida eine starke Bedrohung für die internationale Sicherheit, so die UN. In ungewohnter Einmütigkeit hat sich die Arabische Liga hinter den Irak gestellt und die USA vor einem Angriff gewarnt. Die Bedrohung des Irak komme einer Bedrohung der arabischen Welt gleich, heißt es in einer Erklärung zum Abschluss eines Außenministertreffens in Kairo. Generalsekretär Moussa sagte, bei einem Angriff werde im Nahen Osten die Hölle los sein. Zugleich sprach er sich für die Rückkehr der UN-Waffenkontrolleure in den Irak auf Grundlage einer Einigung mit den Vereinten Nationen aus. Der israelischen Grenzpolizei ist es offenbar gelungen, einen Bombenanschlag zu vereiteln. Nach einer Verfolgungsjagd von zwei verdächtigen Fahrzeugen stellten die Beamten ein Auto sicher, welches mit einer 600-Kilo-Bombe präpariert worden war. Eine israelische Spezialeinheit brachte den Sprengsatz kontrolliert zur Explosion. Die Polizei geht davon aus, dass mit der Bombe ein Anschlag am morgigen jüdischen Neujahrsfest verübt werden sollte. Begleitet von Protesten ist vor dem Bezirksgericht in Tel Aviv gegen den Chef der palästinensischen Fatah-Bewegung verhandelt worden. Marwan Barghouti muss sich wegen verschiedener Anschläge auf israelische Einrichtungen und als Führer einer Terroristengruppe verantworten. Nach israelischen Berichten drohen ihm im Fall der Verurteilung bis zu 142 Jahre Gefängnis. In der Verhandlung lehnte Barghouti die Zuständigkeit des Gerichts ab und beharrte auf seiner Immunität als Abgeordneter des Zentralkomitees der PLO. In den Gebieten der Palästinenser ist die Situation nach Angaben der Vereinten Nationen verheerend. In dem Bericht heißt es, die Lage könne außer Kontrolle geraten, wenn Israel nicht die Blockaden lockere. Nahezu jeder zweite Palästinenser könne ohne Lebensmittelhilfe nicht mehr überleben. Außerdem sei die Wirtschaft zusammengebrochen, die Arbeitslosigkeit liege bei etwa 70%. Im russischen Nowgorod hat Bundespräsident Rau an die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erinnert. Gemeinsam mit dem Gouverneur der Region legte er einen Kranz auf einem deutschen Soldatenfriedhof nieder. Beide Seiten gedachten an einem Ehrenmal auch der sowjetischen Gefallenen. Rau beendete seinen viertägigen Staatsbesuch und zog eine positive Bilanz. Russland und Deutschland seien auf einem gemeinsamen Weg in die Zukunft. Deutschland und China haben eine Lösung für die Flüchtlinge ausgehandelt, die sich auf dem Gelände der deutschen Botschaftsschule in Peking befinden. Einzelheiten teilten beide Länder aber nicht mit. Spürbar erleichtert verkündete am Nachmittag in Peking ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die frohe Botschaft. China und Deutschland haben eine Einigung über eine angemessene Lösung des Falles getroffen. Diese Lösung wird gerade umgesetzt. Über einen Zeitrahmen für die Ausreise der nordkoreanischen Asylsuchenden wurde nichts bekannt. Peking pocht darauf, dass es sich nicht um Flüchtlinge handle. Wir mussten dies gemäß chinesischen Gesetzen und in Übereinstimmung mit internationalen Regeln lösen. Der dritte Punkt waren humanitäre Erwägungen. Wie bei früheren Fluchten in ausländische Vertretungen werden die Nordkoreaner in der deutschen Botschaftsschule vermutlich über ein Drittland nach Südkorea ausreisen dürfen. Die 8 Frauen und 7 Männer, die am Dienstag über die Mauer des Botschaftsgeländes geklettert waren, müssen jedoch noch mindestens eine weitere Nacht in den Umkleideräumen der Schulturnhalle verbringen. Es seien noch Formalitäten zu erledigen, hieß es heute in Peking. Die Behörden wollen offenbar die Identität der Flüchtlinge überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Bürger der Volksrepublik darunter sind. Aus humanitären Gründen lassen wir die Nordkoreaner ziehen, erklärte Peking heute. Doch Chinas Führung muss sich irgendwann entscheiden, was ihr wichtiger ist. Der Pakt mit Pyongyang, dem stalinistischen Nordkorea oder ein gutes Verhältnis zum Rest der Welt. Die langfristige Lösung des Flüchtlingsproblems muss eine politische sein. Ein Kuratorium Fluthilfe soll künftig Hochwassergeschädigten zu ihren Rechten verhelfen. Die Leitung hat Altbundespräsident von Weizsäcker. Weitere Mitglieder sind unter anderem die früheren Ministerpräsidenten Biedenkopf und Stolpe. Wie Bundeskanzler Schröder heute bei der Vorstellung sagte, sollen sie Streitfälle bei der Vergabe von Hilfsgeldern schlichten. An das Gremium kann sich jeder wenden, der sich von den Behörden ungerecht behandelt fühlt.
Der hochverschuldete Elektronikkonzern Grundig hat eine Insolvenz offenbar abgewendet. Das Unternehmen teilte mit, dass ein Investor aus dem asiatischen Raum eine Absichtserklärung unterzeichnet habe, sich an dem Fürther Traditionsunternehmen zu beteiligen. Daraufhin hätten die Gläubigerbanken nach einer kurzzeitigen Unterbrechung die Kreditlinien verlängert. Grundig erwartet für dieses Jahr einen Verlust von 75 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es bereits 150 Millionen Euro. Arbeitnehmer haben grundsätzlich Anspruch auf einen Ausgleich für Nachtarbeit. Ob dieser jedoch mit bezahlten freien Tagen oder Zuschlägen vergütet wird, liegt nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts im Ermessen des Arbeitgebers. Die Erfurter Richter hatten über den Fall eines Nachtarbeiters zu entscheiden, dessen Beschäftigungsverhältnis nicht durch einen Tarifvertrag geregelt ist. Mit dem erhofften Geldregen wird es nichts. Trotzdem kann Kläger Frank Hake das Urteil als Gewinn verbuchen. Der Maschinenbediener aus Paderborn hatte rückwirkend 50% Nachtarbeitszuschlag verlangt, ausgezahlt in bar, nicht als Freizeitausgleich. Dem entsprachen die Richter nicht. Frank Hake bekommt zwar Zuschläge, doch in welcher Form darf der Arbeitgeber selbst entscheiden. Für den Kläger eine Enttäuschung. Das ist, denke ich, etwas, was dem betreffenden Arbeitnehmer jetzt gar nichts mehr bringt, weil er jetzt mit Geld etwas anfangen kann, aber nicht mit der Freizeit. Jahrelang hatte Frank Hake Nacht für Nacht in einer Saftpresse gearbeitet, ohne dafür Zuschläge zu bekommen. Das Unternehmen bezahlt nicht nach Tarifvertrag, doch weil Nachtarbeit als gesundheitsschädlich gilt, verlangt das Arbeitszeitgesetz in jedem Fall eine angemessene Entschädigung. Dies hat das Gericht nun ausdrücklich bestätigt und auch die beklagte Firma ist damit zufrieden. Das wird letztlich auch dadurch dokumentiert, dass der größte Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inzwischen mit der Firma Stute eine entsprechende Vereinbarung auf der Basis von 25% abgeschlossen hat. Dennoch stärkt das Urteil diejenigen, die noch immer ohne Zuschläge Nachtarbeit leisten. Sie müssen künftig in jedem Fall Zulagen erhalten, entweder finanziell oder als Freizeitausgleich. Das Internet wird immer mehr zum selbstverständlichen Kommunikations- und Informationsmedium. 44% aller Deutschen über 14 Jahre sind online. Das ergibt eine Studie von ARD und ZDF. Im Gegensatz zu früher dominiert heute die Nutzung zu Hause. Auf eine Gedenkstätte für Opfer der Nazi-Herrschaft bei Wittstock haben in der vergangenen Nacht vermutlich rechtsextreme Täter einen Anschlag verübt. Sie warfen mindestens einen Brandsatz in einen Ausstellungsraum und hinterließen Nazi-Symbole sowie antisemitische Schmierereien. Die Gedenkstätte Bieloer Wald erinnert an die sogenannten Todesmärsche in den letzten Kriegstagen 1945, bei denen tausende KZ-Häftlinge ums Leben kamen. Die Villa des Berliner Malers und Grafikers Max Liebermann wird wieder öffentlich zugänglich. Von Samstag an werden dort erstmals Werke des Künstlers am Ort ihrer Entstehung gezeigt. Bis November präsentiert die Ausstellung Max Liebermann kommt nach Hause, Pastelle und Grafiken des deutschen Impressionisten. Allein der Garten inspirierte ihn zu mehr als 200 Bildern. Die Liebermann-Gesellschaft hatte das Gebäude erst vor wenigen Tagen übernommen. Der ARD-Dreiteiler Die Manns, ein Jahrhundertroman, ist das Fernsehereignis des Jahres. Zu diesem Schluss gelangte die Jury des Deutschen Fernsehpreises, die erstmals eine Auszeichnung in dieser Kategorie vergibt. Die Ehrung wird am 5. Oktober in Köln sein. Der Preis wird in insgesamt 23 Kategorien vergeben. Die Geschichte der Schriftstellerfamilie Mann war von Heinrich Brelour und Horst Königstein mit Armin Müller-Stahl in der Titelrolle realisiert worden. In Italien haben heftige Schauer und Gewitter großen Schaden angerichtet. Wie hier auf der Insel Elba blockieren vielerorts Wassermassen und Schlamm zahlreiche Straßen. Mindestens 1000 Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden, weil ihre Campingplätze oder Hotels unter Wasser stehen. Trotz leichter Wetterbesserung sind die Hilfskräfte landesweit ohne Unterbrechung im Einsatz. Der Kreml im Nebel. Seit Tagen liegt Smog über Moskau. Die Menschen in der russischen Hauptstadt klagen über Atemprobleme. Die Kohlenmonoxidbelastung ist zweimal so hoch wie der Grenzwert. Der Flugverkehr musste heute zeitweise eingestellt werden. Der Grund sind zahlreiche Wald- und Torfbrände rund um die Stadt. Wegen der schlechten Sicht konnten nicht einmal Löschflugzeuge starten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 6. September. Das Azorenhoch schickt uns morgen einen Ableger, der die Wolken aus Deutschland vertreibt. Außerdem hält er das Tief über England noch vom Kontinent fern.
Im Nordosten Deutschlands gibt es heute Nacht noch einzelne kräftige Gewitter, während im übrigen Land meist die Sterne funkeln. Besonders in der Nähe von Flüssen und Seen kann der Freitag mit Nebel beginnen, der aber rasch von der Sonne aufgelöst wird. Bis zum Abend bleibt es dann meist sonnig, abgesehen von ein paar lockeren Wolkenfeldern. An der Nordsee und in Alpennähe könnte es gelegentlich etwas regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig um West, in Küstennähe starke bis stürmische Böen. Dort bleibt es heute Nacht mit 15 bis 17 Grad recht mild, sonst Werte von 10 bis 14 Grad. Morgen Temperaturen von 20 bis 24, im Nordosten sommerliche 25 bis 26 Grad. Auch der Samstag beginnt sehr freundlich, aber später ziehen von Westen wieder Gewitterwolken heran. Sonntag und Montag erwartet uns ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und gewitterigen Regenschauern.